Hallo, ich bin der Harald Morscher. Ich bin inzwischen 42 Jahre alt und war lange Zeit Radprofi. Aktuell bin ich jetzt Teammanager vom Team Katjuscha, vom Nachwuchsprojekt. Und meine größten Erfolge als Radsportler waren sicherlich 1994 Österreich-Radraumfahrtsieg, 2004 österreichischer Meister und jetzt als Manager 2012 Weltmeister im Einzelzeitfahren in der U23-Kategorie von Anton Vorobjow. Bregenz wird Zielort der 67. Internationalen Österreich-Rundfahrt am 12. Juli 2015. Harald Morscher hat im Jahr 1994 diese Österreich-Rundfahrt gewonnen und den werde ich jetzt besuchen. Dankeschön, schön, dass ich kommen darf. So, bitte, komm rein. Dankeschön. Da wohnt also der Harald Morscher. Ja, da sind wir daheim. Schön. Was darf ich zum Trinken anbieten? Ein Wässerle bitte. Ja, okay. Das reicht mir schon. Bist du überhaupt viel daheim? Als Trainer von der Nachwuchsmannschaft? Die letzte Zeit eigentlich schon relativ viel, ja, muss ich sagen. Es ist eigentlich viel von daheim aus zu machen. Aber so Phasen wie es natürlich jetzt wie im September, Weltmeisterschaft und so weiter, war ja oft unterwegs. Ja, aber wenn die Nachwuchsmannschaft da trainierst, ist ja eine russische Mannschaft, bist du viel zu Russland, oder? Ja, trainieren tue ich eigentlich nicht wirklich. Ich habe, Moment einmal, 4 hauptamtliche Trainer und ich kontrolliere eigentlich nur deren Arbeit, also bin ich nur, sagen wir mal so, sporadisch bei den Rennen und bei ausgesuchten Events wie Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, okay, nationale Meisterschaften. Aber trotzdem bist du ab und zu in Russland, auf was freust du dich am meisten, wenn du wieder zurückkommst? Heim, sage ich Götzis? Ja, eigentlich schon heim, aufs Ländle. Danke. Zum Wohl. Aufs Ländle eigentlich, dass ich daheim sein kann, wieder bei der Familie und ja, natürlich bei meinen Kindern, bei meiner Frau. Und dass ich daheim ab und zu zum Radfahren komme noch. Hockst, gut Stichwort, hockst eigentlich noch täglich auf dem Fahrrad? Ja, zum Glück wieder. Zum Glück wieder. Ich bin vor 3 Jahren eigentlich habe ich kaum mehr was gemacht. Ich habe einen schweren Bandscheibenvorfall gehabt und durch das eigentlich auch recht wenig gemacht. Und letztes Jahr habe ich angefangen, habe mich belohnt mit einem neuen Fahrrad. Das zeige ich euch später dann einmal. Super, und letztes Jahr bin ich 3.500 Kilometer auf dem Rad gehockt und höher bin ich ja, knappe 7.000, wie es jetzt bis Ende Jahr sein. Zum Vergleich für einen Laie, als Profi habe ich ungefähr 36.000 km ja, auf dem Fahrrad. Und ja, das ist jetzt nicht viel, aber man sieht so ein Buch und das sollte wieder weniger werden, das ist meine Challenge. Aber jetzt einfacher. Kommt der Winter, wird eher schwierig, oder? Ja, wird eher schwierig, ist richtig. Ja, meine Frau kocht sehr gut und vor allem badet auch sehr gut. Und wir sind eigentlich als aktiver Sportler immer gestrichen gewesen. Inzwischen natürlich noch mal Kind, magen's und machen so gern. Muss ich mich schon wärmer rissen, durch das muss ich gerade fahren gehen. Auch bei dem Wetter, wenn es jetzt ein bisschen kälter ist, muss ich einfach gehen. Also mittlerweile kannst du es richtig genießen. Man merkt es, der Radsport. Früher war es ja wirklich wahrscheinlich ein bisschen ein Druck. Du hast ja einige Siege schon heimgebracht und einiges gewonnen im Radsport. Hast du Pokale daheim oder bist du so ein Mensch, der immer wieder zurückschaut auf die Erfolge, vielleicht immer wieder gern der Pokal sieht und anschaut, oder bist du eher so ein, der keinen Wert drauf legt und das eher im Dachboden verstöbeln hat? Ein kleines hakliches Thema. Ich habe eigentlich, wo ich geheiratet habe und wo ich der Herzog nach Götzis bin, kein einziger Pokal, nur eine einzige Trophäe mitgenommen. Das war die von der Sportlerwahl des Jahres 1994. Alle anderen Pokale habe ich bei meinen Eltern lau. Die sind dann irgendwann einmal verstaubt am Dachboden und irgendwann hat sie, vor 2-3 Jahren, ist zwar peinlich, hat sie meinen Papa dann entsorgt. Es gibt es sind ein paar Erinnerungen geblieben von damals. Ich meine, bei uns im Radsport gibt es ja nicht nur Pokale, Medaillen. Ich muss dazu sagen, Medaillen habe ich bald. Es gibt eigentlich so Führungstrikots und diese habe ich natürlich aufbehalten, die liegen bei mir im Keller. Und irgendwann einmal, wenn ich vielleicht einmal ein tolles, schönes Büro habe, mache ich mir irgendwas, einen Fahnen oder sowas, dann ein ganzer Trikots, wo ich Führungstrikots oder gelbe Trikots, wo ich in meiner Karriere habe, wie auch Teamtrikots, wo ich die ganze Karriere habe, da möchte ich dann irgendwann einmal was machen. Wenn die Zeit gereift ist und wenn ich mal irgendwo vielleicht wirklich mal sesshaft geworden bin, sage ich jetzt mal mit einem eigenen Büro irgendwo daheim in der Nähe. Hast du die Adresse jetzt momentan irgendwo benannt? Kann ich die anschauen? Ja, die habe ich noch zufällig, nein, nicht zufällig. eigentlich wohlbehütet bei mir im Keller, schön aufbewahrt und die haben sie jetzt für euch extra ins Wohnzimmer gebracht. Ist super, den können wir auch mal gehen. Ja, gehen wir hin. Dir noch, ja. Danke.
Ah, das so. Ist das Wohnzimmer? Ja, das ist unsere Stube. Wer spielt da Klavier, du? Schön wär's, nein. Das macht meine Frau. Meine Frau ist Musiklehrerin und das ist damals bei uns im Umzug natürlich die Voraussetzung, dass wir da ein großes Wohnzimmer haben, dass wir Platz haben fürs Klavier. Ja, ja, schön. Ja, und da in dem Fall die Trikots. Ja, da sind meine Trikots. Den Platz. Danke. Ja, das ist ein bisschen Geschichte. Aha. Das da ist eigentlich ja, das Legendäre, sage ich jetzt einmal, ist inzwischen 20 Jahre alt. Österreich-Rundfahrt genau, 1994. Was kommt da für Emotionen hoch nach 20 Jahren? Ja, nach 20 Jahren eigentlich ganz anders wie damals. Damals war das so, ja, es war einfach Ziel erreicht und abgehakt und weiter geht's in der Karriere, sage ich jetzt einmal. Jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, war es eigentlich schon was Einzigartiges. Und ich habe mit meinen Kindern erst vor kurzem einmal Videos angeschaut von damals. Und muss sagen, da war ich selber überrascht und Kinder natürlich umso mehr, weil die sie nicht kennt haben, was der Papa früher noch gemacht hat. Und muss ich sagen, da irgendwo bist du ein bisschen stolzer drauf und realisierst eigentlich jetzt erst nach der langer Zeit, was du eigentlich damals ausgelöst hast. Oder? Und leider hat man vielleicht diesen Hype von damals nicht ganz ausnutzen können. Wenn ich das wüsste oder damals gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte man das vielleicht auch anders gemacht, dann wäre vielleicht der Radsport da in Österreich oder zumindest in Vorarlberg mal vielleicht ein bisschen weiter gereift, als wie es momentan ausschaut. Ja, leider. Jetzt kommt der Radsport ja wieder zurück oder kriegt wieder ein bisschen Hype. Oh, jetzt nächstes Jahr das Highlight, oder ist ja geplant, die Österreich-Rundfahrt nach Vorarlberg zum Holen, oder? Vor 20 Jahren hast du dort den Sieg gemacht, der erste Platz. Jetzt kommt das ins Ländli. Ich glaube, das erste Mal, dass bei der letzten Staffel der Zieleinlauf wirklich im Ländli ist, das Berger ZSC. Was sind das Gefühle? Was geht denn dir vor? Freust du dich, dass das daherkommt? Also mich freut es schon gemein, weil ich meine, so wird einmal Vorarlberg aus der Österreich-Radrundfahrt, und das seht ihr, der Name schon, Österreich-Radrundfahrt, nicht ausgegliedert. Und das natürlich das Finale natürlich da ist, im Bregenz, glaube ich, fürs Ländli und für den Radsport sicherlich eine große Bereicherung. Zumal ich aber auch glaube, dass natürlich Vorarlberg auch von dem her sehr prädestiniert ist dafür, weil eigentlich immer viele Zuschauer waren, schon bei Radrennen. Und ich denke mal, in der Landeshauptstadt wird es dementsprechend noch mehr Publikum haben und im Dreiländereck natürlich, vielleicht aus dem Deutschen noch einige kommen. Also es wird sicherlich sehr interessant werden. Es kommt natürlich immer darauf an, wie das im Vorfeld promotet wird, aber das ist für mich natürlich, sage ich jetzt mal, sicherlich ein Highlight, wo ich natürlich schaue, wie, dass ich unbedingt da bin in der Zeit natürlich, dass man wirklich das so live verfolgen kann natürlich. Matthias Brändler ist momentan in aller Munde. Was siehst du da dazu, zu dem Rekord? Ja, also ich gratuliere natürlich von Herzen, weil es ist natürlich für den Vorarlberger Radsport immer wieder sehr, sehr gut, wenn immer wieder Ausrufezeichen natürlich aus dem Ländler kommt, weil ich meine, ich habe es selber miterlebt, als Vorarlberger ist man immer der Zweite. Oder? Da muss man immer schauen, dass man ein bisschen besser ist wie alle anderen Österreicher, damit dass man natürlich auch zu großen Events wie Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und so weiter eingeladen wird oder halt nominiert wird. Genau, gutes Stichwort, Olympische Spiele, warst du dabei in Atlanta? Ich bin eigentlich da sehr gut Rennen gefahren in meinen Augen, als damals noch Amateur. Bin mit knapp 2 Minuten Rückstand auf den Sieger als 40. ins Ziel gekommen. Die waren 5 Leute vorne. Und das war für mich ein großes Erlebnis. Und leider habe ich natürlich in Athen nur dabei sein, 2004, wo ich österreichischer Meister geworden bin. Und dort war ich eigentlich auch der einzige nationale Meister weltweit, wo nicht nominiert worden ist vom eigenen Verband zu den Olympischen Spielen. Das war ein bisschen Wehmut dabei eigentlich, dass ich da nicht dabei war. Ich war nur Ersatz und da hat sich aber der österreichische Radsportverband wohl die eigene Meinung einfach durchgesetzt. Ja, es war ja so, über 2004, da haben wir ja das Trikot da bin ich ja österreichischer Staatsmeister war auf der Straße. Genau. Das Trikot ist darum für mich eigentlich auch sehr, sehr wertvoll, weil ich dem Titel eigentlich 10 Jahre hinterhergerannt bin. Ich bin oft Zweiter gewesen und habe das nie gewonnen auf der Straße. Und das Privileg, wenn man so ein Trikot, wenn man den Titel gewinnt in Österreich oder weltweit, man darf ein Jahr mit diesem Trikot, also sprich etwas Spezielles durch die Gegenfahrer oder bei den Rennern starten, dann muss man.
Und das war eigentlich für mich sehr wichtig. Und da habe ich ein Jahr lang drauf geschafft, wie auch für den Österreicher Rad- und Fahrzeug, fast ein Jahr lang drauf geschafft, dass ich das realisieren kann. Und da war eigentlich, da bin ich auch sehr stolz, es waren nämlich genau 10 Jahre nach dem Österreicher Rundfahrzeug. Das war für mich selber das Befriedigste überhaupt, dass ich das auch noch schaffen durfte. Ja. Und das dritte Trikot da? Gut, das dritte, sage ich jetzt einmal, keiner hat es bemerkt. Ich bin ja seit 2012 jetzt Teammanager für das Katjuscha Nachwuchsprojekt. Und gleich im ersten Jahr, im Herbst, durfte ich mit Anton Warabjow einen Weltmeister in meiner eigenen Reihe haben. Das ist das Weltmeistertrikot von U23 Renner, wo speziell jetzt für mich gewidmet hat, wo er eben das Rennen gewonnen hat in Falkenburg. Und das Einzelzeitfahren, das war eigentlich auch eine lange Vorbereitung von über, sagen wir mal, seit Mai. Von Mai bis September haben wir uns dann nur auf diesen Titel vorbereitet. Und ja, das waren dann auch die Früchte der langen Arbeit. Und ich habe natürlich in der Arbeit auch sehr viel gelernt und auch sehr viel gesehen, wie man wirklich hochprofessionell natürlich sich so auf sowas vorbereitet. Und wenn ich das vielleicht auch Jeren Hünz schon gewusst hätte, dann hätte es vielleicht für mich auch besser ausschauen können, weil bei einer Weltmeisterschaft, dass man vielleicht noch weiter vorne als wir unter der besten 20 ist, was in Verona gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz macht mir das ein bisschen stolz, weil da war ich eigentlich ein kleines Glied in der Kette, um diesen Erfolg überhaupt zu verwirklichen mit gewissen administrativen und auch materiellen Tipps, die man kann. Du hast ja deine Räder gehabt und das wäre jetzt vielleicht auch ein gutes Stichwort. Du hast vorher schon verraten, ich darf mir noch das eine oder andere Fahrrad anschauen. Du hast ja da, gibt es noch ein Fahrrad, wo du mit dem Trikot verbindest? Gibt es noch das Fahrrad von 94 oder gibt es noch das Fahrrad von der Olympia? Also es gibt das Fahrrad von 94 gibt es nach wie vor, der steht in Kärnten bei Valentin Hobel. Das war damals, oder ist immer noch einer meiner besten Freunde und war damals mein Mentaltrainer. Und der hebt das Rad in Ehren bei ihm daheim, also ich weiß, wo das ist und das passt auch so für mich. Das Rad von Olympia ist bei mir, das ist bei mir auch mein Rad, wo ich 1998 das erste Jahr Profi war, bin bei Saeco, ist noch bei mir und auch mein letztes Rad, wo ich mein letztes Rennen gefahren bin 2009, Paris-Bourges in Frankreich, das ist ebenfalls noch bei mir. Dann darf ich die Räder gehen anschauen. Ja, dann komm mit. Super. Bin ich gespannt, was da alles zum Sehen gibt. Ja. Das sind jetzt also deine Räder. Ja, das ist schon mal so ein Auszug davon, von dem, was ich noch habe. Ja. Und das sind eben sozusagen die geschichtsträchtigsten, was es gibt. Mhm. Also das erste, das rote, ist mein Rad, wo ich eigentlich mein erstes Jahr als Radprofi eigentlich wirklich durchlebt habe. Das zweite, das habe ich sozusagen wieder reanimiert, das war mal in Teilen. Das ist mein Rad, wo ich die Olympischen Spiele in Atlanta gemacht habe. Mit dem mache ich ab und zu mal eine Ausfahrt so zum Spaß, da ist es nur staubig. Und das letzte da, oder das dritte, ist mein Rad, wo ich mein letztes Rennen gefahren bin, aber in Frankreich im Oktober 2009 in Paris-Bourges. Und das vorderste ist eigentlich sozusagen mein fast täglich inzwischen wieder Alltagsgerät, wo ich jetzt eigentlich wieder meine Trainingsfahrten mache. Wo noch kein Rennen erlebt hat, wo 20 noch, eigentlich. Wo noch kein Rennen erlebt hat und noch kein Erleben wird, richtig. Ja. Man sieht es, da warst du noch ziemlich jung, weil das erste Fahrrad, das knallt noch richtig, oder rot. Und wenn man es da schaut, oder? Das letzte ist ganz schlicht. Ja, ist so, ja, ist richtig. Ja. Das erste war, sagen wir mal, jung, dynamisch und Jungprofi damals und damals waren wir die Farbe natürlich aktuell und dann ist immer ein bisschen dezenter war richtig und heutzutage ist ja alles jetzt inzwischen Kohlefaser, Carbon, durch das macht man so schwarz natürlich, klar. Abschließend noch die Frage, was ist dein nächster Schritt? Was erhoffst du dir für die Zukunft, Harald? Gut, in der Zukunft es wird es sicherlich so sein, dass ich wieder mal eine neue Challenge für mich suchen werde. Ich bin ja immer noch Sportler, irgendwo im Herz natürlich und versuche natürlich immer wieder neue Herausforderungen, neue Ziele. Und ich bin gerade dabei, irgendwie mich zum Neuorientieren, zum Versuchen, jetzt irgendwie wieder eine neue Challenge zu suchen.
werden wir schauen, was die nächsten Jahre noch mit zukommt. Aber ich habe so konkrete Vorstellungen, was ich mal machen möchte. Ja, das Leben ist kein Wunschkonzert, man muss daran schaffen und schauen, was passiert. Es bleibt also spannend. Es bleibt immer spannend, ja. Wenn sich in ein paar Jahren wieder was tut, dann komme ich gerne wieder auf zu, wenn ich darf. Ja, hoffentlich vorher schon. Harald, ich sage vielen, vielen Dank, danke, dass ich bei dir auf Besuch gehen durfte. Mir ein bisschen umschauen und mit dir plaudern dürfen. Ich habe mich gefreut, um dich kennenzulernen. Vielen Dank und alles, alles Gute für die Zukunft. Danke. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ciao.